Konnichiwa, ihr Chibis, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metal Gear Solid 5. So, wir haben schon wieder eine Herausforderungsaufgabe erledigt. Es gibt als Belohnung. Unit Function added. Gutes Personal. Pflanzensuche ist jetzt aktiviert. Cool. So. Ich wollte hier auch mal was machen. Und zwar. Anpassen. Den Heli mal ein bisschen überarbeiten. Denn, ich glaube, wir haben ein neues Chassis für ihn. Genau. Kürzere Entsendungszeit. Das ist geil. So. Hauptwaffen, glaube ich, haben wir noch nichts. Nö. Optionen, sonst nichts. Panzerung, nö. Farbe, ja, so schwarz kann er bleiben. Okay. Clouds approaching. Bewölkung. Gut. So, was haben wir in Nebenmissionen jetzt? Haben wir nur noch die Zielübungen. Das heißt, wir knöpfen uns jetzt wieder eine Hauptmission. Meh. Ne, Mission, Missionsliste. Doch, da ist doch. Über den Zaun. Roter Staub, Besatzungsmacht, Unterstützung und Engel mit gebrochenen Flügeln. Wir gehen mal der Reihe nach durch und machen jetzt erstmal über den Zaun. Ein Ingenieur rausholen aus einem sowjetischen Basislager. Okay. Mission accepted. Das sieht für mich besser aus. Okay. Und das Ganze wieder natürlich bei Nacht. Over the fence. Boss, a Soviet engineer is being held prisoner at the Watsin barracks. You need to find him and get him out. He tried to defect from the base camp up north, but it didn't work out. Now they're holding him at Watsin. He's offered his technical skills to us as long as we can guarantee his safety. You have to extract the target. Irgendwas sagt mir, dass das nicht ganz so einfach werden wird. Boss, your target just happens to be the man who developed your prosthetic hand. He's the only one capable of maintaining it. If we bring him in, I'm sure he'll be able to modify it in all kinds of ways as well. Be careful down there, boss. Das ist meine Motivation, ne? Also wenn der Typ in der Lage ist, meine Armprothese. LKW. Oder Jeep, besser gesagt. Zu pimpen. Denn noch ein Grund mehr, ihn rauszuholen. Den will ich aber noch kurz markieren. Wink ihm zu und gehen erstmal von der Straße. Heißt aber vorsichtig sein. Ich ziehe mich mal ein paar Meterchen weiter hier an die Wand zurück und gucke erstmal auf der Karte. Gibt es da irgendwelche Anzeichen? Also wahrscheinlich irgendwo in diesem Komplex mit drin. So, das heißt natürlich wieder vorsichtig rein und raus. Biegen die Jungs hier vorne rechts ab. Muss ein bisschen abwarten. Aber was ich in der Zeit machen kann, ist, habe ich gar nicht mit. Oh, ich hab's gar nicht mit. Schade. Die, Dings auszurüsten, die kleine Kleintierfalle. Muss ich auf jeden Fall dran denken, die mal mitzunehmen, weil die kann man einfach aufstellen. Und dann so feiern, forget quasi, man stellt die auf und dann lässt man sie einfach stehen. Die werden dann zu einem späteren Zeitpunkt abgeholt. Und da können dann Kleintierchen wie Fledermäuse, Mäuse und sowas halt drin sein. Gibt dann auch wieder Belohnungen. The target is somewhere inside that outpost. The Soviets consider him a traitor now, so he'll be treated like any other prisoner. Oh Gott. Analysis complete. So, da ist einer. Na. Schnell den. Mist, kriege ich nicht mehr zu fassen. Analysis complete. Dann sehe ich noch irgendwo Bewegung. Da oben rennt einer. Ach, das ist der, der im Jeep war.
Da ist noch einer. Analysis complete. Vermutlich da irgendwo da oben. Analysis complete. Also von der Seite komme ich jedenfalls nicht gut rein. Vielleicht von der anderen. Enemy presence detected. The map has been updated. Ich brauche einen Schleichweg. Irgendwie ein Schleichweg. Ah, der sucht natürlich mit seinem Suchscheinwerfer direkt hier runter. Wo ist der andere Typens? Welchen Bereich sucht denn der ab? Okay. Da will ich ja nicht unbedingt zwingend mittig durch. Da glitzert was. Das will ich haben. Da bin ich wie eine kleine Elster jetzt hier. Also da glitzert was, das muss ich haben. Führt kein Weg dran vorbei. Ich muss dieses kleine Glitzerding haben. Wird ein Diamant sein. Irgendwo hier vorne. Da. So weit kommt er wohl mit seinem Scheinwerfer nicht rüber. Na. Ein kleiner Diamant. Okay. So, dann schleiche ich mich mal weiter hier entlang. Der Typ ist wohl wieder auf dem Weg zu seinem Jeep. Da steht ein Hansel. Komm ich an den ran, dann könnte ich den befragen, wo die Geisel gehalten wird. You have arrived at your destination. Der fährt weg. Sehr gut. So, ist der Typ hier alleine. Scheint mir so. Von dem her. Gute Nacht. Na, ich wollte ihn doch befragen. Ich Pfosten. Na gut, nehmen wir mit. Ich wieder. Ja, der kommt mit. So, wo ist der nächste? Da oben irgendwo? Ich versuche mal außenrum irgendwie von der anderen Seite ranzukommen. Da ist ein Suchscheinwerfer. Der bewegt sich, das heißt, er wird gesteuert. Ist der alleine? Ja, ist er. Keine falsche Bewegung, Kollege. Auch, ja. Where are your friends? Spit it out. Great. I've updated the info on your iDroid. Take a look. I hope he's all right. The map has been updated. So, jetzt haben wir eine genaue Markierung, wo er ist. Sehr gut. Und dich nehmen wir mit. Hast du fein kooperiert. So, hier den Posten. Ja, die will ich mitnehmen. Sagte ich doch. Ach, guck an. Ein Lümmel unten auf weiter Flur alleine. Aufpassen, dass ich mich jetzt nicht irgendwie in den Blickwinkel von irgendjemand rein
Kollege. Analysis complete. So, wie komme ich jetzt hier irgendwie vorsichtig hoch? Aha. Oh, da liegt was auf dem Tisch. Hätte ich ja zu gerne jetzt. Wie weit sind die Leute davon entfernt? Meter. Und gucken wir gar nicht in meine Richtung. Schnell! Schnell! Meins! Schangedön! Oh, mir kommt eine Idee. Mir kommt eine Idee. Wäre zu geil, wenn der Plan aufgeht. Er geht auf. Sehr gut. Jetzt vor. Na. Hoch da. Hoch da. Ach, geh doch kacken. Jetzt wieder vorsichtig bewegen hier. Da ist einer. Analysis complete. Unterhalb von der Baustelle wohl. Okay. Irgendwas Tolles hier? Nee. Da ist noch einer. Zwei. Analysis complete. Analysis complete. An den komme ich ran. Im Idealfall sogar ohne eine Betäubungskugel zu verbrauchen. Obwohl, nee, das ist zu weit seitlich. Komm schon. Das geht, das geht, das geht, das geht, das geht. Muss ich die. Oh Gott! Wolken kommen. Kriege ich den noch raus? Oder muss ich ihn verstecken? Ich verstecke den mal. Besser ist das. Ich leg dich hier oben hin. Aber weitere Patrouillen kann ich jetzt nicht ausmachen. Auch so steht hier keiner mehr rum. Das heißt, das Item ist mein. Und dann wollen wir mal irgendwie auf diese Baustelle. You have arrived at your destination. Treppen sind nie gut. Okay, sieht sauber aus. Oh, warum ist denn der Typ da so in Eile? Hoffentlich nicht, weil ich irgendwie wieder was übersehen habe. Da ist einer. You've entered a building. Always keep an escape route in mind when you head indoors. If you get surrounded, you'll have nowhere to run. Zwei Typen. Erstmal den ausknipsen. Gesundheit. Shit. Oh, nicht auf den letzten Meter verkacken jetzt. Oh Gott, da ist noch einer. Der pennt.
Jawohl. Oh Gott. Das dürfen jetzt alle gewesen sein hier unten. Ein afghanisches Schlaflied haben wir gefunden. Natürlich ist er eingesperrt. Junge, ich hol dich gleich raus. Ich möchte nur ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwie Wertgegenstände sind. Ach, das hätte auch einen anderen Eingang gegeben. Gut zu wissen, im Nachhinein. Was haben wir eigentlich hier für ein Mistding? Either destroy that or turn it off to shut off all the lights and surveillance cameras in the outpost. But of course, the enemy will realize something's up. If you're gonna do it, be quick. Intelligenzbestie, Intelligenzbestie, Intelligenzbestie. Scheiße. Schnell noch einsammeln. Die ganzen Goodies. Nein, sammle ein. Sehr schön. Nimm hier mit. Oh Gott, so viel Zeug. Okay. Da kommt 100 pro gleich einer, der das Ding wieder einschalten will. Gott sei Dank. Oh Gott. Ja, wir nehmen dich mit. Naja, es ist bewölkt. Kriege ich ihn raus? Ja. Oh, wir können uns noch genug in der Base drüber unterhalten, Kollege. Wir sehen uns. Wieder einer, der Spaß hat. Target extraction confirmed. Your objective's complete. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. Oh, ein Sandsturm. Sehr schön. So, wo haben wir denn... genau, ich muss erstmal hier raus. Es gibt noch weitere Dinge. Oh, oh. Gilt der Alarm dem Sandsturm oder haben sie gesehen, dass die Geisel raus ist? Also es gibt noch weitere Dinge, die man erfüllen kann. Vielleicht irgendwelche technischen Anlagen deaktivieren und sowas. Aber ich bin gerade erstmal froh, dass ich... Pflanze! Nimm sie mit! Dass ich, den Typ raus habe. Folgen wir einfach mal der Straße. Die erkenne ich wenigstens noch einigermaßen. Extraction arrived at the mother base. Wo bin ich denn hier? Clouds approaching. Ich sehe Nüsse. So, jetzt aber Heli bitte. Hubschrapp, schrapp, 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 schrapp. Please select a landing zone. Genau in die andere Richtung. Ah, hi. Da bist du. Da lang. Da oben rennt eine Patrouille. Wieder ein Bär. Diesmal kriege ich dich. Diesmal kriege ich dich, Kollege.
squad. Arriving shortly at LZ. Das Ding macht zwar jetzt Lärm. Oh Gott, der Hubschrauber wird unter Beschuss genommen. Wo ist der Bär hin? Oh, der Bär. Und da. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, der Bär hat mich platt gemacht. Ich kann's nicht. Nein, nein. Da macht mich auf den letzten Meter der Bär doch platt. Hoffentlich ist es irgendwo gut gespeichert. Habe ich den schon rausgeholt? Ist das schon abgeschlossen? Ja, ich hab den. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hubschrauber. Dahin. Oh. Ist der Bär wenigstens weg jetzt? Oder ist er immer noch da? Wo ist der dicke Bär? Da. Kann ich ihn von weiter weg? Wie, der sieht mich auf die Entfernung. Schlaf ein, Bär. Da kriegst du einen Schuss im Popo. Und noch ein. Und noch ein. Na warte. Ich krieg dich, du Bär. Yes. Und der Hubschrauber wird unter Beschuss genommen. So, wenn die meinen, die müssen auf unseren Heli schießen. Dann gibt es auch mal etwas erhöhte Waffengewalt. Nee, bleib da drüben. Bleib doch auf deiner Seite. Nein. Oh, ich werde verrückt mit der Steuerung manchmal, ne? Das ist Wahnsinn. Schießen die? Okay, die haben eh nicht geschossen. Sonst hätte ich jetzt einfach mal über deren Köpfe hinweg mit der Gatling Gun ein bisschen eingeheizt. Mission complete, Boss. Codename Octopus. Ja, so wie ich mich jetzt im Helikopter gewunden habe, kein Wunder. Mann, 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 Mann. Extremely cooperative. The guys on the R&D team are glad to have him aboard. Thing is, his specialty isn't mechanics, but something called bionics, engineering based on biology. He's already submitted a proposal for modifying your prosthetic arm. If you're interested, go ahead and give the development order. Das klingt auf jeden Fall nach Plan. Ein paar Leute rausgeholt, nicht schlecht. Side Ops List updated. So, dann fliegen wir mal zur Mother Base. Was haben wir denn als neue Nebenmission gekriegt? Jetzt nur mal das Neugier schnell. Zielübung. Mensch. Hat sich da was getan? Nö. Okay.
Na denn? Mob the base. Boah, guckt euch mal an, wie viele Stationen wir jetzt anfliegen können. Aber ich möchte auf die normale Kommandozentrale. Oder auf die Hauptplattform. Mal nach dem kleinen Didi gucken, schauen, ob er mich begrüßen kommt. Oh. Discipline. Following orders like a real diamond dog. Soon I'll be... No! Stay! Stay! Didi! Go! Tja. Habe ich mir eigentlich schon fast gedacht, als der Kleine der Anlauf nimmt, in den Helikopter reinzuhüpfen, dass es nicht unbedingt große Erfolgschancen hat. Aber guckt euch das mal an hier. Hier ist richtig was los. Wow. Nicht schlecht. Aber es sieht aus, als wenn D-Dog bald so weit ist, dass er uns begleiten kann. Darauf freue ich mich schon echt tierisch. Und ich würde sagen, wenn ihr euch auch freut, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ansonsten abonnieren, falls ihr nicht getan. Social Media Sites besuchen. Die Links findet ihr in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Ciao.